Während die Grünen Ceta und Mordio schreien, wenn es Boris Palmer stört, dass die angestammten Deutschen medial marginalisiert werden, aber Bilder einer überfremdenden Bevölkerungspolitik propagandistisch unter die Leute gebracht werden, hat die ertrinkende Altpartei SPD ihre Parteistiftung wieder mal Millionen Steuergelder verballern lassen, um die Gesellschaft mit einer sogenannten wissenschaftlichen Studie zu indoktrinieren, und die Mainstream-Medien gehen wie erwünscht mit. Wie so oft geht es um Begriffsverfälschung. Ein wichtiges Prinzip dieser Fabrikanten der Lüge ist es, eigentlich verschiedene Begriffe quasi beiläufig so aneinander zu rücken, miteinander zu koppeln, dass der eine schlimme Begriff den anderen harmlosen und legitimen mitkontaminiert, ihn unterschwellig synonym macht. Wir hören von der Zunahme rechtspopulistischer und menschenfeindlicher Einstellungen. Die Verunglimpfung des Rechtspopulismus, zumindest als solche gemeint, reicht nicht mehr. Jetzt muss das mit einer vermeintlichen Menschenfeindlichkeit begrifflich kurzgeschlossen werden. Genauso, wenn es im Weiteren um rechtspopulistische und rechtsextremistische Auffassungen geht, wer wollte sich da die Mühe machen, die beiden noch zu unterscheiden? Stattdessen lernen wir, wer dem Ziel zustimmt, Deutschland die Macht und Geltung zu verschaffen, die ihm zusteht, wohlgemerkt nur die Geltung, die ihm zusteht, keine andere, der ist ein Nationalchauvinist, was natürlich im Abschnitt unter rechtsextremen Einstellungen verzeichnet wird. Diese als Wissenschaftler verkleideten, bezahlten Politagitatoren geben sich da nicht einmal mehr die Mühe, ihre Verleumdungen semantisch richtig zu verpacken. Viele weitere Stufen in einem Umlügen der Begriffe werden uns da vorgestellt. Das Framing-Handbuch lässt grüßen. Wer Vorbehalte gegenüber Asylsuchenden hat, ist menschenfeindlich. Und er hat natürlich nie Urteile, sondern nur Vorurteile. Wer illegalen Grenzübertritt und Asyltourismus in Sozialparadiese weit ab des angeblichen Fluchtlands beim Namen nennt, ist fremdenfeindlich. Wer die streng verfassungswidrigen Gewaltaufrufe des Islam kritisiert, ist muslimfeindlich. Das Ganze geht gleich los mit dem Titel der Studie: Verlorene Mitte, feindselige Zustände. Wie hier gleich auf kürzestem Raum zwei Unwahrheiten untergebracht werden: Feindseligkeit, Mitte verloren, ist selbst für die Friedrich-Ebert-Stiftung, die diese Pseudowissenschaft lanciert hat, bemerkenswert. Die Fernsehnachrichten resümieren: In der deutschen Gesellschaft verfestigten sich rechtspopulistische und antidemokratische Einstellungen. Der eilige Zuhörer soll mitnehmen, das ist sowieso alles dasselbe. Negative und ablehnende Einstellungen gegenüber Asylbewerbern, die sich auf den Antworten auf die Frage der Studie ergäben, zeigten dies. Etwa bei der Aussage, bei der Prüfung von Asylanträgen soll der Staat großzügig sein. Wer wie knapp 3/4 der Befragten der Meinung ist, der Staat habe nicht großzügig zu sein, sondern nach Recht und Gesetz zu urteilen, der ist schon mal ein Rechtspopulist. Wer der Meinung zustimmt, die meisten Asylbewerber werden in ihrem Heimatland gar nicht verfolgt, der fällt unter undemokratische Asylbewerberabwertung. Nicht nur erhalten aber über 60% der Asylbewerber keinen Schutzstatus, sie waren nicht verfolgt. Die Gegenüberstellung beider Fragen arbeitet vor allem auch noch bewusst mit der falschen Alternative: gar nicht verfolgt versus großzügig sein. In Wahrheit ist aber die Frage, ob ein Asylbewerber in seinem Heimatland verfolgt wird, eine ganz andere als die, ob er durch zig sichere Drittstaaten und tausende Kilometer nach Deutschland flieht und daraus dann hier Ansprüche ableiten darf. Dann registriert die Studie auch bei Islamfeindlichkeit eine Zunahme. Die Toten von Sri Lanka sind noch nicht beerdigt. In Brunei können Homosexuelle nach der Scharia gesteinigt werden. Immer wieder Nachrichten von islamistischen Gefährdern, deren Anschlagspläne vereitelt wurden. Im Gegensatz zu den Mainstream-Medien, wo allzu gerne der islamische Hintergrund verschwiegen wird, ist den Bürgern diese weltanschauliche Provenienz sehr wohl bewusst. Wer der Aussage zustimmt, durch die vielen Muslime hier fühle ich mich manchmal wie ein Fremder im eigenen Land, oder meint, Deutschland werde vom Islam unterwandernd, wird aber von der Studie als muslimfeindlich eingestuft, wohl weil seiner Meinung er nicht vorsorglich zensiert hat. Dabei sind die demografischen Zahlen hinsichtlich der Zuwanderung von Muslimen ganz klar. Über 1/4 der Muslime hier sind seit 2014 zugewandert. In der Studie aber ist es immer nur ein Katzensprung: islamkritisch, ausländerfeindlich, rechtsextrem. Und weiter: Wer gar unserer Regierung auch nur misstraut, hängt einer Verschwörungstheorie an. Wer auch noch glaubt, Regierung und Medien stecken mit einer Decke, der ist wirklich hartnäckig verstockt. Dabei bietet die Studie hierfür das selbst das beste Anschauungsmaterial. Sie wird als reine parteipolitische Indoktrination quer durch die Medien, insbesondere im zwangsfinanzierten Staatsfernsehen, ausgiebig zitiert. Sogenannte Experten erzählen in den Nachrichten, was alles im Argen liege. Urheber, SPD, Intention, Methodik der Studie werden nicht hinterfragt, das Ganze als Stimme der Wissenschaft ausgegeben. Die Studie aber weiß, wer meint, die Regierung verschweigt der Bevölkerung die Wahrheit und die regierenden Parteien, sie betrügen das Volk.
Das sind alles Aluhutträger und schlicht Verschwörungstheoretiker. Kurz gesagt, wer seine Regierung nicht liebt, und zwar diese, ist ein verdammter Antidemokrat. Dass der Begriff Opposition ein entscheidender, gerade in der Demokratie ist, solche Erinnerungen werden, sagen wir mal, verdrängt. Zwei Lehren. Wer eine Studie in Auftrag gibt, kann sich Plakate und anderen Geldwerten Wahlkampfluxus sparen, wenn er Teilhaber der Regierungsbank ist. Alle Sender bringen von morgens bis abends die erwünschte Botschaft als umfragengesättigte Wahrheit mit bestens eingeübtem Wording der neuen Framing-Sprache und stellen dabei die angebliche Verschwörung über das Zusammenwirken von Politik und Medien höchst selbst unter Beweis. Zweitens aber, die hohen Prozentzahlen von Bürgern, die diese Regierung, ihre Zuwanderungspolitik, ihren Medienfilz kritisch sehen, die Studie belegt es wider Willen, die Mitte des Volkes ist nicht verloren, nein, sie wacht auf. All diese sind das Potenzial, das wachsende Potenzial, ja, die Wähler von morgen für die AfD. Gewinnen wir sie. Jetzt Kanal abonnieren und nicht vergessen, Benachrichtigungen aktivieren.